Uiuiui, Freunde des gepflegten Lachens, schnallt euch an auf euren Stühlen, damit er nicht runterfällt, denn ich habe heute einige Klopper für euch für die 5. Folge unserer Lach- und Krach-Nachrichten. Es sind zwar nur 3 Themen, aber die haben es ganz schön in sich. Deswegen legen wir los. Wer sich gefragt hat, warum unser neues Format die nun Lach- und Krach-Nachrichten heißt, ja, das mit dem Lachen, das erklärt sich, glaube ich, von selbst. Das mit dem Krach, das ist eigentlich auch relativ logisch ableitbar, denn wenn ihr dann vor Lachen vom Stuhl gefallen seid, weil ihr euch nicht angeschnallt habt, dann hier gibt es natürlich Krach. Also ist ja klar. Oder wenn dann den ganzen Stuhl umfällt. Und je nachdem, zu welcher Uhrzeit das passiert, könnte es auch Krach mit den Nachbarn unter euch verursachen. Na, kleiner Witz am Rande. Jetzt starten wir direkt, denn wir wollen ja nicht allzu lange brauchen und wir werden uns köstlich amüsieren, das verspreche ich euch. Zuerst starten wir mit einer Portion Gratismut, die spätestens dann uninteressant wird, wenn sie nicht mehr gratis ist. Nämlich dann, wenn der geheiligte Regenbogen irgendwo keinen besonderen Vorteil bringt, keinen politischen Beifall bringt, keinen finanziellen Vorteil bringt, dann wird er relativ schnell wieder eingemottet. Wir haben ja schon drüber geredet, über das Flugzeugversteckspiel bzw. den heimlichen Flugzeugumtausch unserer Bund. Naja, Mannschaft ist verboten, weil Mann ist sexistisch und Schaft geht nicht, weil das könnte einem als gewalttätig ausgelegt werden, weil der Schaft ist ja ein Teil einer Waffe, deswegen die Mannschaft geht nicht, Mann sexistisch, Schaft gewaltverherrlichend und die geht auch nicht, weil könnte ja auch ein neutrales sein. Nennen wir es also der, die das Bund, die absurdistanische Nationalmannschaft, die fliegt ja doch nicht mit ihrer Regenbogenkutsche nach Katar, sondern in den Oman. Da steigt sie um in ein neutrales Linienflugzeug, um dann damit nach Katar zu fliegen. Angeblich aus Umweltschutzgründen. Ja blöd, nur dass der Oman deutlich weiter weg ist als Katar. Also die fliegen erst über Katar hinweg, um dann umzusteigen und nach Katar zu fliegen. Also es ist, naja, der wahre Grund, ich denke, der liegt auf der Hand. Man möchte da eben nicht mit der Regenbogenkutsche auflaufen. Aber die Franzosen sind auch nicht viel besser, denn während man sich in den vergangenen Jahren ja immer dafür gefeiert hat, dass man eine Regenbogenarmbinde hatte, will man jetzt auch nichts mehr von wissen. Und zwar hat sich der französische Teamkapitän der Express hat berichtet, offiziell dagegen ausgesprochen, hat groß angekündigt, er weigert sich, diese sogenannte One-Love-Armbinde zu tragen. Und da ist er nicht der Einzige. Der französische Fußballverband, der stellt sich hinter ihn. Die haben nämlich auch gesagt, die halten das für falsch und die werden das nicht tun. Ja, man sollte vielleicht noch mit erwähnen, dass Katar ein wichtiger wirtschaftlicher Verbündeter von Frankreich ist. Die haben da doch relativ enge Beziehungen. Die wollen die Beziehungen auch intensivieren. Und da möchte man den Partner natürlich nicht vor den Kopf stoßen. Das wurde auch relativ klar sogar formuliert, das haben sie gar nicht, da haben sie gar kein Hehl draus gemacht, denn der französische Torwart hat ziemlich offen gesagt, er möchte das Gastgeberland respektieren. Er erwarte ja auch, dass wenn Leute nach Frankreich kommen, die sich an die dortigen Gepflogenheiten anpassen und Gleiches wird er in Katar natürlich auch machen. Und da muss ich tatsächlich sagen, das sehe ich ganz ähnlich. Also jetzt unabhängig davon, wie die Zustände in Katar sind oder auch nicht. Das ist eine Sache, da muss sich Katar drum kümmern. Da muss von innen heraus ein, in Anführungszeichen, Wechsel, wie auch immer der geartet ist, stattfinden, wenn die Bevölkerung eben anders leben möchte. Das kann man nicht von außen überstülpen. Und wenn man in ein Gastland kommt, egal welches das ist und egal wie die Gepflogenheiten da sind, ja natürlich hat man sich daher dementsprechend respektvoll zu verhalten. Da kann man eben nicht angestöckelt kommen, wenn das in diesem Land in der Gesellschaft nicht erwünscht ist. Ganz einfache Kiste. Ja, in Absurdistan scheißt man für gewöhnlich auf solche Sachen, aber hey, hier dürfen sich auch die Gäste alles herausnehmen, worauf sie gerade Bock haben. In Absurdistan denkt man nicht so weit, dass das ein Stück weit auch mit Respekt und Anstand zu tun hat, dass man eben die Gepflogenheiten eines Gastgebers achtet. Wenn man ein Problem mit dem Gastgeber hat, dann sollte man ihn nicht besuchen. Dann sollte man diesen Besuch absagen, nicht daran teilnehmen. Dann muss man sich dementsprechend auch den dortigen Gegebenheiten nicht anpassen. Aber da aufzulaufen, hätte ich jetzt fast was Böses gesagt und sich dann auch noch cool und überlegen fühlen, na, das läuft halt nicht. Und das haben die Franzosen erkannt. Und die Absurdistaner tauschen ihre Regenbogenkutsche auch aus. Ich fand das Statement sehr, sehr passend. Der Torwart teilt ganz eindeutig mit, nein, er möchte die gesellschaftlichen Konventionen in Katar natürlich achten. Er erwartet das von Leuten, die nach Frankreich kommen, genauso. Und deswegen weigert er sich. Ich bin gespannt, wie viele überhaupt mit ihrem Regenbogenfähnchen da auflaufen. Denn es haben auch andere Fußballverbände schon mitgeteilt, das können sie nicht machen. Klar, man könnte selbstverständlich darüber diskutieren, ob es sinnvoll ist, so ein Event in einem Land wie Katar ausrichten zu lassen. Das hätte aber auch vor vielen, vielen Monaten, wenn nicht sogar eher Jahren stattfinden müssen. Jetzt ist es eben so und dann muss man es eben auch so hinnehmen.
geliefert wie bestellt, kann man da nur sagen. Man hat aber kein Recht, Katar die eigene Ideologie, wie auch immer die ausschauen mag, überzustülpen. Genauso wie Katar kein Recht hat, uns ihre Ideologie überzustülpen. Aber kommen wir zur nächsten Meldung. Die führt uns wieder in heimischere Gefilden, nämlich nach Berlinistan, hat der Tagesspiegel berichtet. Da kann man offensichtlich auch kein Mathe. Die Giffey hat nämlich verkündet, dass bei der anstehenden Wahlwiederholung, Berlin muss gleich zweimal neu wählen, die gesamte Bundestagswahl muss in Berlin wiederholt werden, wie auch die Abgeordnetenhauswahl, dass Berlinistan dann jedes Wahllokal zu 140% ausrüsten wird. Jedes Wahllokal wird 140% an Ausstattung haben. Zitat Giffey aus dem Tageslügel. Könnte man der lieben Giffey, mittlerweile Ex-Frau, Frau Ex-Doktor, könnte man der Frau Giffey vielleicht mal mitteilen, dass mehr als 140% mathematisch nicht geht? Ich weiß, dass man das manchmal verwendet, einfach so um irgendwas, ein rhetorisches Mittel, aber es ist massivst unseriös als Politiker bei so einer ernsten Angelegenheit. Wenn es 100% an Ausstattung wären, die in jedem Wahllokal vorhanden sind, dann wäre ich ja schon zufrieden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das sollte das sein, was man erwarten kann. Und das müsste man auch nicht positiv hervorheben müssen. Das ist eigentlich der Standard. Es wird aber noch ein bisschen, es geht noch ein bisschen weiter, die Geschichte. Denn es will auch wieder keiner verantwortlich sein. Das ist ja die größte Krux, die sie immer wieder vorschieben. Es kann ja gar keiner was dafür. Ist zwar alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte. Im Vorfeld wurde wohl Wissen schon verboten, darüber zu sprechen, das zu kritisieren. Hier auf YouTube ging ein Newsletter rum, man darf nicht darüber sprechen, dass bei der Wahl was nicht mit rechten Dingen zugeht. Naja, jetzt hat es halt das Berliner Verfassungsgericht entschieden, so rum. Nee, Verfassungsgerichtshof war es. Ich verwechsel jedes Mal. Jetzt ist es von der obersten Instanz in Berlin entschieden worden und ich denke, jetzt darf man es auch offen ansprechen. Das ist ja mittlerweile absolutes Mainstream-Thema. Was auch hier wiederum nicht erkannt wurde, ist, dass es natürlich völliger Quatsch ist, lieber Frau Giffey, dass da gar keiner dran schuld ist, dass es ein Fehler wäre, der auf vielen Schultern liegt. So einfach ist es nämlich nicht. Man kann sich nicht so leicht aus der Affäre ziehen. Zuständig für die ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ist der Landeswahlleiter. Das heißt, da ist der Verantwortliche ganz eindeutig benannt und der muss schauen, dass die Kiste läuft. Wenn die Kiste nicht läuft, dann hat er offenbar was falsch gemacht. Klar, der Landeswahlleiter ist nur der Oberindianer, der vielleicht mal mit der Peitsche dahinter steht, wenn da die Wahllokale aufgebaut werden, ja, jetzt im übertragenen Sinne. Aber der ist nun mal die Person, die dafür gerade stehen muss, wenn irgendwas im Argen liegt. Sich nun hinzustellen und zu sagen, ja, der Fehler läge ja auf vielen Schultern. Der Landeswahlleiter ist dran schuld. Und der hat dann auch zu benennen, wo es nun konkret irgendwo geklemmt hat. Und da müssen dann auch Konsequenzen erfolgen. Aber klar, Konsequenzen wird es nicht geben, das haben wir ja schon mitbekommen. Denn die widerrechtlich sich in hohen Positionen befindenden Leute, die dürfen ja weiterschalten und walten, wie sie wollen, bis Februar. Und auch im Nachgang müssen sie wieder Gelder zurückzahlen. Noch wird da irgendetwas von den politischen Durchführungen, den politischen, naja, Entscheidungen, was auch immer sie da abgezogen haben, wird nichts von zurückgenommen. Also völlig wurscht, wie illegal, wie widerrechtlich eine Wahl zustande kam, wie viele Leute da in Positionen sitzen, wo sie nicht hingehören. Scheiß drauf, die können machen, was sie wollen. Und die einzige Konsequenz ist, ja, sie werden dann halt mal ausgetauscht. Ja, chapeau, das stärkt doch das Vertrauen in die Demokratie in dem Land. Und da kommen wir auch gleich zum Hauptthema. Ja, wir müssen uns dran halten. Ich weiß, ich habe wieder viel zu lange geredet. Web.de hat über unseren lieben Herrn Haldewang berichtet. Der war nämlich bei einem sogenannten Demokratieforum und hat da eine Schwurbelei abgelassen. Da muss ich wirklich aufpassen, dass ich jetzt nicht von meinem Stuhl falle, sonst kracht es nämlich gleich tatsächlich. Der Haldewang sprach, dass Extremisten ja gar keine Extremisten sind. Also nur, wenn es um die Weltuntergangssekte geht. Das sind nämlich keine Extremisten. Das ist eine, festhalten, anschnallen, Gurte überprüfen, spezielle Gruppe, die auch Straftaten begeht. Ach so, das sind die Event- und Partymanager 2.0. Ach, Nötigung, gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr, Ankündigung, man wolle eine Pipeline sprengen, alles völlig in Ordnung. Ja, mein Gott, das sind doch einfach nur, es ist nur eine spezielle Gruppe, die auch Straftaten begehen. Ist noch nicht alles. Ich habe noch ein paar andere Zitate von Web.de. Das Begehen von Straftaten macht diese Gruppe jetzt nicht extremistisch, sagte Haldewang. Gut, das Ausrauben einer Bank macht den Bankräuber nicht zum Bankräuber, würde ich da jetzt mal weiter subsumieren. Kommt das in etwa so hin? Oder das Ferge einer Person macht den Täter jetzt nicht zu einem Ferge. Wäre das, was unterm Strich bei rauskommt.
oder der Betrug einer Person, wenn da die Oma am Telefon mit dem Enkeltrick abgezockt wird, das macht den, der am Telefon der Oma abzockt, natürlich auch nicht zum Kriminellen. Ne? Das ist die Haldewang-Logik. Das zählt natürlich nur dann, wenn es irgendwas ist, was in irgendeiner Art und Weise der Ideologie gewisser Leute nahesteht, ist ja ganz klar. So wird dann nach Gutdünken entschieden, was passt denn uns gerade in den Kram, was können wir denn gut instrumentalisieren, und das ist dann natürlich völlig in Ordnung. Aber auch das ist noch nicht alles. Während wir nun gelernt haben, jetzt habe ich eine neue Bezeichnung für die Weltuntergangssekte, dass es eine spezielle Gruppe ist, die auch Straftaten begeht. Während wir das nun gelernt haben, hat der liebe Herr Haldewang natürlich auch noch erzählt, was denn eigentlich Extremisten sind. Festhalten, das ist ja insofern, das würde ich teilen, die Einschätzung. So das Einzige, was ich von dem, was der rausgelassen hat, teile. Extremisten sind nämlich, oder jemand ist extremistisch, wenn, ist ein verkürztes Zitat, wenn der Staat, die Gesellschaft, die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Frage gestellt wird. Also das mit dem Staat in Frage stellen, okay, da wüsste ich jetzt nicht, was daran extremistisch sein soll. Wenn das Ding den Menschen nicht dient, dann ist es de facto überflüssig. Eine freiheitliche Grundordnung in Frage stellen, ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Wer Freiheit durch, naja, gibt es ja nicht allzu viele andere Sachen, wer das dagegen eintauschen will und das mit Durchführung und Androhung von Gewalt, natürlich ist das ein Extremist, für mich jedenfalls. Ein Staat hinterfragen, eine Gesellschaft hinterfragen, ist völlig, völlig legitim in der Meinung, in der Gesellschaft mit Meinungsfreiheit, das hat nichts mit Extremismus zu tun. Da müssen wir eigentlich auch noch mal einen Schritt zurückrudern. Ich habe gerade gesagt, ich unterschreibe das, was der Haldewang gesagt hat. Nee, das kann ich so nicht unterschreiben. Denn etwas in Frage stellen ist nie Extremismus. Ist mir jetzt gerade erst aufgefallen. Es tut mir leid, dass ich das jetzt erst nachschiebe. Da hat der Haldewang offensichtlich keine Ahnung. Denn ein Extremist ist jemand, der etwas mit Gewalt umstürzen möchte. Der jemandem, einer Gruppe, einem Land, wie auch immer, einer Gesellschaft mit Gewalt, mit, naja, Zwang seine eigene Sache überstülpen möchte. Andere also dominieren will, andere unterdrücken will und anderen sein eigenes Ding aufdrücken möchte. Das ist ein Extremist. Die Gewalt ist dabei relativ wichtig, denn jemand, der das nur will und da, was weiß ich, mit Voodoo-Puppen zu Hause sitzt oder da jemanden verwünscht, das ist dann kein Extremist, der hat einfach nur eine Waffe. Aber ein Kennzeichen für Extremismus ist eben, etwas gewaltsam umstürzen wollen. Das sollte man dem Haldewang auch mal mitteilen. Etwas in Frage stellen, lieber Herr Haldewang, ist kein Extremismus, wirklich nicht. In Frage gestellt werden darf alles, vor allem ihr Geschwurbel. Aber nehmen wir das mal so hin, das ist seine Definition für Extremismus. Und jetzt wird's richtig, richtig witzig, denn das täten eben jene Weltuntergangsfanatiker ja nicht. Am Moment, die Weltuntergangsfanatiker, die stellen nicht die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Frage. Also müssen wir auch noch mal kurz einen kleinen Schritt zurück machen. Das ist genau das, also die stellen das nicht in Frage, das mag soweit stimmen, aber die wollen das umstürzen. Das ist genau das, was diese Leute doch verlangen. Die wollen, dass ihre eigenen Pläsierchen über alles andere gestellt werden, über demokratische Mehrheitsentscheidungen, über im Prinzip über das gesamte Gesellschaftssystem, dass die von hinten durch die kalte Küche von oben herab runter diktiert werden, weil die der Meinung sind, morgen geht die Welt unter. Die können ihre Psychose ja haben, solange sie wollen. Weltuntergangssekten, die gibt es so alt, also es gibt seit es eine Zivilisation der Menschheit gibt. Also das ist völlig normal. Die sind ausgestorben, hunderte davon. Die Welt gibt es immer noch, also die Weltuntergangssekte, die aktuelle, wird auch wieder aussterben. Aber die können ja ihre Psychose erstmal ausleben, solange sie andere Leute in Ruhe lassen. Wenn sie sich aber hinstellen und mit Gewalt allen anderen ihr Ding überstülpen wollen, die aktuelle Gier, die Hampel dazu nötigen wollen, ihr Ding durchzupeitschen, ungeachtet von den Freiheitsrechten aller anderer Menschen und den oder vielleicht auch demokratischen Mitbestimmungsrechten aller anderer. Denn die Mehrheitsgesellschaft hat ja offensichtlich keinen Bock, sich jeden Tag nötigen zu lassen. Das ist ja nur eine Handvoll voll Spinner, die da mitmarschieren. Es sind ja immer mehr Menschen, die diesen Wahnsinn geschlossen ablehnen. Dann sehe ich da eine ganz klare, nicht nur Infragestellung der Demokratie. Wenn es im Interesse der Bevölkerung wäre, da würde doch jeder sich auf die Straße kleben oder zumindest die Mehrheit würde es doch tun, aber es ist immer die gleiche Handvoll Leute. Das ist nicht mal nur ein Infragestellen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das ist ein Abschaffenwollen eben jener. Die wollen ihre eigene Ideologie allen anderen aufzwingen, ohne Rücksicht auf Verluste, weil sonst geht die Welt unter. Drunter machen wir es nicht. Also lieber Haldewang, das ist die Definition von Extremismus. Und wenn das durchgesetzt werden soll mit schwersten Straftaten und da auch vor der Gefährdung von Menschenleben nicht zurückgeschreckt wird und offen angekündigt wird, man würde da die kritische Infrastruktur sabotieren wollen. Also Verzeihung, was, wenn nicht Extremismus, ist denn das dann? Ach ja, eine spezielle Gruppe, die auch Straftaten begeht. Das haben wir jetzt gelernt.
Das sind echt so Sachen, das kann sich kein Schwein mehr ausdenken. Aber es gibt noch eine Äußerung, da habe ich auch gedacht, oh, was muss man denn dafür geraucht haben? Da sehen wir, der Mann ist an dieser Stelle völlig falsch. Also der weiß offensichtlich nicht mal, was er eigentlich tun soll. Nämlich die Bevölkerung, die freiheitlich-demokratische Gesellschaft vor solchen Leuten schützen, die sie unterdrücken und unterjochen wollen. Warum auch immer, das Ziel ist dafür völlig wurscht. Es ging noch das Argument herum in diesem Forum, wo er diskutiert hat, dass sie ja in Wahrheit das System gar nicht stärker respektieren könnten. Sie stehen ja völlig dahinter, also das politische System, das Staatssystem, sie respektieren es ja, weil sie dessen Funktionäre zum Handeln auffordern. Das ist ja der größtmögliche Respekt. Au! Also ich glaube, größtmöglich ist jetzt kein wirkliches Zitat gewesen. Ich hatte nämlich nicht mehr ganz so viel Platz zum Schreiben frei. Aber es steht, könnt ihr den Artikel ja nachlesen, es steht bei web.de. Das ist ja Respekt dem System gegenüber ist, wenn man, jetzt Anmerkung meinerseits, die Entscheidungsträger nur nötigt, wenn man sie zum Handeln auffordert. Ja, gut, dann ist es auch ein Respekt dem System gegenüber, wenn ich mich hinstellen würde. Nur so ein Gedankenspiel mache ich natürlich nicht falsch verstehen, aber das wäre ja dann runtersubsumiert genauso zulässig. Lieber Haldewang, wenn ich mich jetzt hinstelle und fordere, ich will ab morgen jeden Monat von der Hampel 1 Million überwiesen haben, ansonsten sprenge ich euch eine Pipeline. Einfach Bullshit, ist ja klar. Aber dann wäre das ja auch legitim. Ich fordere ja zum Handeln auf. Mit einem absolut ehrenvollen Motiv, meiner Meinung nach, nicht wahr? Ja. Das sieht da, wie geil das ist. Also wirklich, das ist doch schizophren, was da abgeht. Das wäre ja der Respekt gegen dem Staat gegenüber, weil sie den ja auffordern zum Handeln. Ah. Aber wenn jemand den Staat dazu auffordert, beispielsweise die Grenzen zu schützen in gewissen Situationen, dann ist es ein Extremist. Warum? Der fordert das System drauf. Das ist doch der größtmögliche Respekt, den man dem entgegenbringen kann. Also da seht ihr, was dafür in meinen Augen Plinze auf diesem Posten sitzt. Das ist doch wirklich, das kann sich doch keiner ausdenken. Als Chef einer doch nicht ganz unwichtigen Sicherheitsbehörde. Ja, eine Gruppierung, die regelmäßig mit Ankündigungen schwerste Nötigungen begeht. Das auch noch ganz geil findet. Sachbeschädigungen ohne Ende, wenn man sich anschaut, was da aktuell in Museen los ist. Massive Schäden, die eintreten. Bisher zum Glück meistens nur Sachschaden. Aber wir hatten ja schon den Unfall in Berlinistan, wo das Spezialrettungsgerät, wie war das, 8 Minuten zu spät kam? Oder 8 Minuten später kam? Ja, klingt banal, aber in einer Situation, wo es um Leben und Tod geht, ist es das halt nicht. Und dass sich dann einer der Frontfiguren dieser Weltuntergangssekte auch noch hinstellt und sagt, ja, shit happens, es ist jetzt nicht Klimakuscheln, ist der Klimakampf, das ist halt so. Also wenn das keine extremistischen Strukturen sind, dann wird auf Deutsch gesagt über Leichen gegangen. Und da kommt dann der Chef der obersten Behörde, die dafür zuständig ist. Nee, das ist halt einfach eine besondere Gruppe, die auch Straftaten begeht. Aua, aua, aua. Wäre kein Beobachtungsobjekt für den Verfassungsschutz. Ach, man kann also öffentlich Straftaten ankündigen, wie man Bock drauf hat und das jeden Morgen im Berufsverkehr durchführen und darüber schwadronieren in irgendwelchen Büchern, dass man irgendwelche bösen Rohre sprengen will. Und das ist dem Verfassungsschutz völlig gleich. Aber wehe, irgendeine verstrahlte Oma denkt darüber nach, einen Gammelahn zu entführen. Was schon rein rational gesehen dem Alter und in dem, naja, Zustand, zumindest von den Fotos, sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Dann aber, das ganze System rollt an. Wisst ihr Bescheid, die spezielle Gruppe, die auch Straftaten begeht. Aber das wäre ja ein Zeichen von Respekt. Sie wollen ja nur, dass die Hampel handelt. Jetzt wisst ihr, warum ich diese Figuren nicht ernst nehme. Wirklich nicht. Also das ist doch absurd. Ja, Freibrief für jedwede Straftat. Sie meint's doch nur gut. Ah. Machen wir erstmal Feierabend, bevor ich hier wirklich von meinem Stuhl falle und es kracht. Hier ist noch der kleine Fladdy anwesend. Wenn man solche Sicherheitsbehörden hat, ja meine Güte, dann ist man tatsächlich verlassen im Notfall. Also das ist meine persönliche Einschätzung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber sowas als Chef
einer der wichtigsten inländischen Sicherheitsbehörden. Kriminelle sind halt spezielle Gruppen, die auch Straftaten begehen. Wenn wir das weiterspinnen, ist jemand, der jemanden erpresst, ist das der Erpresser, ist das dann auch ein Zeichen von Respekt dem gegenüber, den er erpresst? Und ist das dann eine Ehrerbietung, wenn er von dem ein Lösegeld haben will oder so? Ja, natürlich ist es absurd, aber es ist ja offensichtlich genau die Argumentationskette vom Haldewang gewesen. Zumindest laut Webzeitung und die haben da, laut web.de und die haben da alles gut zitiert. Also es waren wirklich gekennzeichnete Wortzitate. Und ich wüsste auch nicht, was da noch für ein weiterer Kontext im Hintergrund sein sollte, der das irgendwie ein bisschen entschärft. Den Murks hat er rausgehauen. Na, Fladdy, komm, fallen wir zusammen vom Stuhl und lachen wir noch eine Runde. Sehen uns dann morgen wieder. Vlog von heute Mittag ist bereits online, ist oben auf der Kanalstadtseite verlinkt, unter letzter Upload, ganz groß als Anzeigevideo, wenn man als erstes die Startseite öffnet, müsst ihr da also alle sehen. Heißt bisher noch Kurzmeldung, ist dann morgen der Vlog 1128. Die Nummer kann ich ja leider erst später nachschieben. Ist auch so eine lächerliche Sache, aber naja, Zensur halt, ne? So, schlaft gut. Beziehungsweise bis nachher in Paldea, für die, die noch mit auf Pokémon-Reise gehen. Oder für die, die auch auf Pokémon-Reise gehen, vielmehr. Vielleicht laufen wir uns ja über den Weg in Paldea. Ich weiß noch nicht, wie das da mit dem Mehrspieler-Modus geht. Das ist ja das erste Mal, dass sowas aufgenommen wird. Aber da reden wir dann mal. Später drüber, jetzt nicht in den Lachnachrichten.